Videos per Kommandozeile konvertieren. Der neue QuickTime-Player bietet beim Umwandeln von Videos deutlich weniger Optionen als frühere Versionen. Für Profis könnte das neue Kommandozeilentool AV-Convert eine interessante Ergänzung sein, das im Hintergrund alle Videokonvertierungen übernimmt. Die Bedienung ist per Terminal möglich. Die verfügbaren Optionen kann man mit dem Befehl AV-Convert-H aufrufen. Per Befehl kann man etwa eine maximale Videobitrate der Zieldatei vorgeben. Einige Presets sind nutzbar, etwa für die Zielgröße 640x480. Die Eingabe ist allerdings recht umständlich, so muss man die Quelle und das Ziel angeben. Umwandeln kann man allerdings nur Videos, die QuickTime abspielen kann. Thank you.